Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu Streetigas Let's Play. Eine Runde TPP mit dabei, der Copyright-Schützer, der mir gleich eine klatscht. Ich komm gleich mal vorbei, ja? Ja, und natürlich auch der Tagun mit dabei. Moin, Leute! Alter, Alter, Alter. Damit hättest du irgendwie rechnen können, oder? Ey, da wären Sanktionen fällig, ne? Das sag ich dir. Ja, klären wir. Das wird nicht billig. Also, das nee, absolut nicht. Absolut nicht. Den musste ich jetzt einfach nochmal raushauen. Ja, wir haben heute was Besonderes vor. Wir machen mal unsere Bude auf. Oh je. Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Ja, nix, nix, nix. Red ruhig weiter. Mhm. Du, komm mal vorbei. Kennst du schon Fluffy Unicorn? Fluffy Unicorn, nee. Das ist mein neues Schwert. Aha. Ja. Weißt du, wieso ich das so genannt habe? Nee. Willst du Stress? Jetzt hab ich aber auch mal. Oh, scheiße, ich hab nur einen Fall gehabt. Nein, 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 nein. Weg. Na? Weg. Ich krieg dich. Nein, kriegst mich nicht. Kriegst mich nicht. Nein. Tagun, helf mir. Hallo, Tagun. Moin. Alter. War das wirklich gerade One-Hit? Ja, war. Oh, verdammt, wo bin ich denn jetzt? Ach verdammt, wie steht man denn nochmal die Props hin? Ich hab deine Sachen aufgesammelt. Ja, danke, hättest du ruhig liegen lassen können. Aber weißt du, was ich jetzt sagen kann? Haha, du bist am Fluffy Unicorn gestorben. Haha, toll. Was war denn das, ein Reaper? Das war ein Enderium-Wave hier. Oh je. Deswegen habe ich auch eben gefragt, wie man an, ob wir noch Blazefowder oder so haben. Okay. Aber da habe ich gesehen, dass man das auch noch über, Tinkers herstellen kann. Ja. Ja, toll, jetzt habe ich einen Todespunkt bei mir auf der Karte. Mensch. Bestimmt. Oh. Arsch, 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 Arsch. Das gibt es solche. Das war die, das war die. Mann, jetzt habe ich so eine tolle Obsidian-Rüstung. Ja, was? Ich habe Setzlinge eingeschickt gehabt, okay. Ja, also ich hatte keine. Die fehlt dir noch. Setzlinge ja, danke. Oder Seeds? Und dein Bogen. Ich habe Setzlinge. Ah ja, gut, die kannst du behalten. Dein Bogen. Ja, danke. Weil ich wollte mal ein bisschen hier... Das gibt Rache, das sage ich dir. Willst du deine Level wieder haben? Nee. Ja, gut. Ja, und jetzt soll ich dir doch helfen, oder was, ne? Ja, du bist nur einer. Ey, du hast angefangen. Ich hab nicht angefangen, ich hab bloß mit dem Pfeil auf... Ich hab dich gekitzelt. Ah ja. Gekitzelt hab ich dich. Mhm. Ich hab dir mal gerade das beiseite weggemacht und noch hier mal ein bisschen angeglichen. Achso, ja. Okay. Ach, guck mal hier. Das Portal zum letzten Millennium. War schön, gell? Ja, war eine unglaubliche Reise. Boah, war eine epische Reise. Ja, definitiv. So, erzähl mal, was wollen wir denn hier machen? Ja, hier im Bereich wollte ich eigentlich nichts bauen. Ich hatte eigentlich vorgehabt, wenn man hier nach oben kommt. Ja. Da habe ich ja jetzt hier erstmal einen sehr spartanischen Weg nach oben. Okay, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Hier drüben. 1, 2, 3, 4. Sehe ich aus wie Tobi? Bei mir muss das nicht symmetrisch sein. Ich bin schon mal froh, dass ich sowas überhaupt hinbekommen habe. Ja, okay. Aber hier könntest du nochmal mit Bowling drüber oder sowas. Ja, könnte ich machen. Auf jeden Fall, ich wollte hier oben mal wirklich schauen, dass man ein bisschen ausbaut und schon mal schön gestaltet, weil ich habe so keine Ahnung, was ich hier... Wie war ein Enderman? Sowas. Ja, was ich hier noch großartig reinbauen soll und so weiter. Also auf jeden Fall schon mal schön aufbauen würde ich. Ich glaube, du hast noch meine Fackel. Ja, das kann sein. Aber, ja, aber ist egal. Sag mal, Mädels, wer pflanzt denn hier noch? Ich glaube, das war Tribolo. Ich war da noch mal. Aber ich glaube, der macht das mit Absicht. Keine Ahnung warum. Musst du ihn mal fragen, wenn er gleich kommt. Hier noch eine Fackel hin. Okay. Also hier oben willst du ausbauen. Ja, hier würde ich ganz gerne was ausbauen, aber noch keine Ahnung wie und was. Okay, also hier ist Ende, glaube ich, ne? Ja, ich habe mir auch schon mal überlegt, statt dann hier weiter zu gehen, dass man nochmal hier weitergehen könnte und hier so Räume bauen könnte. Okay.
Also wir müssen erstmal gucken, dass wir hier die Decke ein bisschen schicker machen, ne? Ja. Weil so wird das, glaube ich, nichts. Ja, die können wir schon mal ausprobieren. Ja. Wir könnten dann auch mal gucken, dass wir die vielleicht noch eins höher kriegen. Ja. Weil so ein Viererraum, der ist eigentlich ein bisschen angenehmer. Oder womit ich schon positive Effekte hatte, war so ein 3-5er-Raum, sag ich mal. Also mit den Steps noch arbeiten. Ja, klar. Steps kannst du auch machen. Steps. Hey! Also man sieht, ist mir nach, ich hatte einen harten Arbeitstag, ich bin ein bisschen durchgeknallt. Ach, so wie immer bist du drauf. Ja, genau, so wie immer. Oder kennst du einen anderen Sagun? Nö. Ja. Oder? Alles klar. Jetzt fallen sie mir alle in den Rücken. Naja, ich bin ja nichts anderes gewohnt von euch. Hey, du tust das so, du hättest gerade einen Schlag vom Schwert abbekommen. Hey, Dorsch, nicht übertreiben, ja? Was ist hier? Kann auch anders. Ich sehe schon kommen, ich habe hier morgen alles für der 10. Ich stehe natürlich auf einer Druckplatte. Großmädels. Bitte was? Das Großmädels. Katzenkampf. Ja. Oh, Mädels, sagt er. Hier, der Kerle. Fängt ja aber schon an. Ja. Ach, von dem bin ich ja wirklich gar nichts anderes gewohnt. Irgendwo eine Hölle. Muss mal in Rotlichtbereich. Muss doch gerade den Doppel Tabu ein bisschen lauter machen. Ja, ich gehe jetzt auf Beschwerde einreichen, das will ich. So sollte es passen. Haben wir irgendwo eine Ho oder muss ich einen Madhawk bauen? Du kannst meinen Madhawk benutzen, wenn du willst. Ja, warte, ich komme gleich vorbei, weil ich bin hier ins Feld reingesprungen, schlauerweise. Ah. Ja, super. Hast du gut gemacht. Kriegst einen Keks für. Ja. Und womit? Mit Absicht. Nee, was ist denn dein Madhawk? Oh, nee, ey, ich komme da gar nicht durch, Dosch. Kannst deine Seiten hoch, das ist kein Problem. Ja, weil du hier 5 Milliarden Steine abgelegt hast. Der liegt dir. Da oben. Zurück. Was? Ich hatte ihn dir gerade vor dir hingeworfen. So, alles klar. Dankeschön. Jo, kein Ding. So, robben wir doch hier mal alles raus hier. Jo. Das mache ich ja gerne. Einfach mal beim Dosch alles rausrobben. Ich wollte gerade sagen, immer schon meine Sachen zerstören. Ja. Immer! So. Ja komm, eins können wir noch hoch, ne? Ja, sollte passen. Kacke, man muss ja auch warten, bis sie fertig gewachsen sind. Ja, sollte man. Und die nicht vorher umbashen. Nee. Verdammt, da war ja was. So, dann nehme ich mir noch einen von den Pumpkins und dann hätte ich eigentlich... Was findest du, würde zu den Wänden so hier ganz gut passen? Das ist eine gute Frage. Ich bin auch schon die ganze Zeit am Überlegen. Ich würde sagen, da du ja einen Berg gebaut hast, einen Stein hast du ja genug, da hier ein bisschen mit Holz arbeiten, ne? So wie du jetzt unten den Fußboden gemacht hast, könnte man dann auch sowas in die Richtung, also in die Richtung nicht so gechiselten Holzblöcke, weil persönlich mag ich ihn nicht. Okay. Aber man könnte dann hier auch irgendwas mit Slabs oder mit Stufen machen oder mit Microblocks, geht ja auch. Du für einen Anfänger, hast du denn immer Excavator oder was? Ich habe einen Excavator. Also, nutzen doch. Ja, vereinzelte Blöcke, Ja, natürlich. Immer. Nicht? Nee. Warum nicht? Weiß nicht. Was bist du denn für einen Anfänger? Lässt dir einen Block stehen. Quatsch, das war deiner. Ja. Wenn das zustehen lassen. Mhm. Will ich. Seite. Ja. Haben wir irgendwo Holz für Crops? Ja. Ich glaube, wir haben mittlerweile genug Holz. Ja, ich muss mal in den Keller. Ich muss mal im Keller gucken. Ja. So, wenn mir gerade mal deinen Stein noch zuwirfst, dann gehe ich mal gerade wegbringen. Meine Steine? Ja, die du aufgesammelt hast oder so. Achso. Ja, warte mal. Kuh. Hallo? Warum geht es nicht? Kuh? Hä? Aber ich bin der Anfänger. Ah, hier doch. Falsche Taste erwischt. Ich habe eine neue Tastatur. Mensch, Junge. Ja. Ja? Da kommen wieder die schönen Ausreden. Ja, natürlich, eine G910, Junge. Und jetzt kommst du. Ja, klar. Jetzt muss er noch angeben. Stimmt mit denen. Ja, klar, muss ich. Was kann muss ich meine HSG? Irgendwas. Gustav. 15.
könnte ja irgendwo noch von meiner Zettel rumfliegen. Ich weiß jetzt aber gerade nicht wo. In deiner Tastatur? Ja, ja, da war so eine kleine Anleitung. Hä? Geht es nicht drauf? Nö. Doch, ich hab die Rocket Rios MK Glow. So. Okay, bring mal noch ein bisschen Holz mit. Warte für eins. Ja, wie du willst. Kannst du das Dunkle oder das Helle nehmen? Ich glaube, mehr haben wir im Moment nicht. Bring mal das Helle mit. Alter, Dunkle. Ja, was jetzt? Beides. Nein, das Hell-Dunkle. Hell-Dunkle, ah, okay. Wie wär's denn, wenn zwei Leute wenigstens schlafen gehen? Ja. Ups. Oh, Brot, danke. Nee, Brot wollte ich nicht verbauen. Echt nicht? Nee. Ja. Ich nehme mal kurz dein Bett, ne, damit du jetzt nicht schlafen musst. Du nimmst also einfach eine fremde, angewärmte Forzmulde? Ja. Wo ist denn dein Bett? Hä? Schau mal da hinten die Papierwand. Ach so, oh. Ich habe da so einen kleinen Schlafensbereich gemacht. Ein Schlafensbereich? Das ja. Ist ein Schlafgemach oder Schlafbereich, aber nicht Schlafens. Mensch, nenn mal Deutsch, Junge. Willst du schon wieder einen Schlag abhaben? Sei ruhig hier, komm. Gut, Drum ist wieder voll. Bass Drum? Ja, Bedrockium ist er nicht. Achso, ja. Warum nicht? Lies mal die Patch Notes. Nee. Haben wir Fertilizer? Kann ich lesen. Fertilizer? Hier unten in der Farm? Ja, achso. Aber da würde ich ihn ungern rausnehmen. Weil der machst du ja. Du brauchst bloß, wie heißt ist das blaue nicht, Zeug? Ist hier nicht so heftig oder was? Was denn? Mit? Fertilizer. Ja. Brauche ich nicht für Agrikraft den Magical? Nee. Nee, ich glaube, da kannst du sogar mit Bone Meal dran. Ich probier's mal mit Bone Meal. Ja. Ach, verdammt. Ansonsten, wie ist das mit der Gießkanne? War die disabled oder? Nö, die Gießkanne, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, haben wir die Gießkanne? Weil dann brauche ich mir die Gießkanne. Und ja, versuch's doch mal mit der Gießkanne. Wie heißt denn das auf Englisch? Watering Can. Ah. Da haben wir sie doch schon. Watering Can. Da gibt's aber zwei. Expertils. Da gibt's zwei Rezepte. Du musst das mit dem Bone Meal und den Eisenblöcken nehmen. Eisenbarren nehmen. Ja, die Kacke ist, ich krieg gar keinen. Achso, empty. Wollte ich vielleicht mal da probieren. Ja. Wäre möglich. Nee, Mädels. Nee, geht nicht. Ach, Peaceful Mode Only. Das wäre nämlich mit Stone gewesen. Na, Bowl. Ja, das geht nicht. Hier, Iron Ingots, eine Bowl und ein bisschen Bone Meal. Ob easy zu bauen. Ja. Hast du noch ein bisschen Holz über, oder? Ja, ich hab noch genug. Ja. Verdammt, ich brauche eine Säge. Ah, ich hab doch eine. Ich brauch Bone Meal. Du was? Nee, ich hab eine, danke. Also. Ach da, Bone Meal. Wenn mir gerade mal das Holz geben würdest, dann würde ich mal hier drüben so einen Balken drüber machen. Danke. Bitte? Ein empty Ding Bowl brauche ich noch. Haben wir noch irgendwo Bowls oder? Ja, guck mal in der Essenskiste, da könnten eventuell noch welche sein. Einen wunderschönen guten Hallo. Ja, willkommen in der Aufnahme. Hallo. Moin. Deswegen bin ich auch so reingekommen, dass ich mir gedacht, dass hier irgendwer auch. Tatsächlich, da ist noch einer. Echt? Aber. Das ist unglaublich. Ja. Oh, Ding, Ding, Ding. Um und Ding. Da, genau. Was meinst du? Hier ist auch noch so Stützpfeiler wie im Lager, oder? Was hier in der Mitte? Ja. Ja, da würde ich aber die gleichen nehmen wie unten. Ja, ja. Also du meinst die Granita, oder was das ist? Mhm. Das sollte kein Problem sein. Diorit, glaube ich, ist das, ne? Ja, müsste. Wenn der sollte. Dürfte. Muss ich die auch reppen? Eigentlich nicht, ne? Die Watering Can, die... Nee, die musst du nicht reppen. Die ist, ewig. Unendlich. Ne? Ewig. Die muss man eigentlich auch. Ich. Bosch. Die Watering Can. Hallo? Hab ich die eben gerade nicht gefüllt? Auch gerade beim Wasser. Falsch gemacht. Gut. Sag mal, Dosch, du hast doch bestimmt auch noch das helle Holz mit, oder? Helle Holz habe ich nicht, geh ich mir holen. Ja. Weil es wird ansonsten hier zu dunkel.
hab so das Gefühl, auf die Crops kann ich die nicht draufballern. Was? Watering Can. Nein, doch. Doch? Ja, hab ich gerade probiert, ging nicht. Doch, kannst du. Nein, versuch da nur irgendwie wegzuschlagen. Hey. Mach da gar du nichts musst, mehr mit. Du musst ein ganz kleines Stück zur Seite gehen. Ah, danke schön. Jo. Nee, geht nicht. Ohne Scheiß. Geht nicht. Eigentlich war nicht aktiviert. Nee, geht nicht. Er versucht dann nur zu schlagen. Also ich kann hier Gras kann ich gießen wie ein Weltmeister, aber ich kann bei ja, Agri das ist... kann ich nichts gießen. Okay, Takun, ich komme ja gleich auf den Server, sobald ich die IP gefunden habe und dann schaue ich mir das einmal an. Ich muss ein Crop muss ich rausnehmen, sonst kann ich nicht gießen. Wenn du alle 9 Felder ne, mit Crops belegst, dann lässt er dich nicht gießen. Und wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du deine Seeds zerstörst. Ja, habe ich gerade gemerkt. Den einen habe ich gerade zerballert. Ja, nicht nur das, also nicht nur, dass du ihn zerballerst, sondern auch so. Ich mache mal ein paar Carpenters-Blöcke, ne? Ja, kannst du machen. Also was auch geht, dass du außerhalb anfängst und dann dich rumdrehst zum Feld. Daraus können wir eine Stufe bauen. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, daraus könnten wir eigentlich Stufen bauen. Ja, ein paar habe ich schon noch. Wollte schon hier für einen Aufgang machen. Ne, ich meine Holz hier an den Seitenwänden. Ja, ich meinte hier den Aufstieg, ne? Was ist das? So. Ah, toll, eine zu wenig. Ugh. Soll ich mal gerade eine Crafting Station hier machen oder hochholen? Nee, ich hab was dabei. Achso, ich hab eine portable Crafting Dingens. Schöns. Von Router Reborn. Hä? Ja. Ja, Mod ist ja noch drin. Ja. Achso, der kommt raus, oder was? Wahrscheinlich, ja. Ich bin auch auf einer alternativen Suche für dieses Crafting Grid, weil der Mod ist total useless, wenn du es genau nimmst. Der ist total nutzlos. Weil das funktioniert alles irgendwie scheiße. Das kannst du wirklich nur so sagen. Das kann man nicht mal freundlich ausdrücken. Das ist alles... Also auch das Transportation System funktioniert in dem Mod mehr schlecht als recht. Da gibt es bessere Alternativen. Ja, okay. So, wollen wir mal hier zu unserem Gartenmeister hingehen. Nö, funktioniert nicht. Wenn ich da mit der Gießkanne drüber dübel, dann macht der nur Mist raus. Lass ich's lieber. Also das ist jetzt der letzte Sieg, den ich davon habe, ne, von der Rügen. Du hast hier schon jede Menge Sieg zerstört, ne? Ja, mit der Gießkanne. Deswegen. Nee, nicht mit der Gießkanne, du zerstörst. Halt! Du zerstörst gerade die Seeds. What? Warum? Ja. Da die beiden gerade aufnehmen, würde ich das gerne dir hinterher erklären. Ah ja gut. Oder halt, dass Dosch eine Special-Aufnahme macht. Aber hier geht gerade was ganz gewaltig. Packe ich die Seeds erstmal wieder rein. Also es sind noch alle Seeds da. Es ist Pumpkin noch da, es ist Potato und was hast du denn, Dosch? Ja, es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich bin gerade hier am überlegen, ob wir das noch so eine Leiste dran machen können, dass wir hier so ein Geländer ran machen können. Weil es geht ja hier. Achso, ja, okay. Geht ja direkt mit der Treppe über. Ja. Ich erkläre dir das gleich alles. Ja, würde ich sagen, dass du die Treppe noch ein, zwei darüber setzt. So, das ist, ja, da machst du eben eine Zweiertreppe. Ja, oder dass so. Dass du dann hier die wegschlägst. Und hier dann eben auch, genau. Weißt du, was ich dann eher sagen würde? Aber hier die weg, dann kannst du dir noch so eine Fanmannschaft machen. Ja, oder so. Kannst du auch machen. Ja, machen wir das so. Ja. Ich kann mir überlegen, wen der Decke da nehmen könnten. Hast du noch ein bisschen Dark Oakwood? Boah, davon hab ich noch genug. Ja, gib mal ein bisschen. Auch noch ein bisschen. Mit Stufen. Ich hab wirklich klar.
Ja, ja, klar. Wenn man kein Bone Meal. Bone Meal müssen wir auch haben. Ich meine, klar, gut. So. Ja, ja. Weil du hier stehst und besser, also hier alles besser. Nee, ich probiere ja bloß aus, die Gießkanne. Achso. Weil normalerweise eine Blume ist hier hinten schon in der Fackel aufgepoppt. Muss nur lange genug gießen und dann poppen eigentlich Blumen auf. Ich bin jetzt gerade im Lager, brauchen wir noch irgendwas oder? Bring mal noch ein bisschen Leder und ein paar Sticks mit. Leder? Ja. Das war's an Leder. Nee, da muss irgendwie anderthalb Stacks oder sowas sein. Ich bin gerade bei mir im Lager, ne? Ach so, bei dir im Lager. Sag es doch. Wir sind in meinem Haus gerade. Ja. Ich habe auch hier unten im Lager, ne? Das weißt du. Ja, das weiß ich schon. Das wird. Gut, das sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Ach, da ist noch eine. Können wir doch noch ein bisschen Glowstone oder sowas verballern? Wie viel soll ich mitnehmen? Ja, so 5-6 Stück, das reicht. So, was machen wir jetzt? Werde ich halt zum Holländer und züchte Blüm, Blumen. Blumen, ja genau. Das war holländisch. Genau, Blüm. Tulpen aus Amsterdam. Ja. Oder Krachten. Möchte eigentlich irgendeiner die erste Version von Fluffy Unicorn haben? Nein. Fluffy Unicorn, oh Gott. Ey, komm. Pink Fluffy Unicorns dancing on rainbows. Ey, du, ey. Es ist Nacht. Was denn? Achso, ja, danke. Nächte und so. Dix? Ja. Danke. Hab ich sogar noch nicht. Ja, okay. Ich hab genug Holz. Gut. Da geh ich dann grad mal schnell schlafen. Jo, mach das. So, machen wir noch ein paar Stiggis hier. Stiggis? Stiggis, ja. Meine Frage, wenn hier über die Chat-Nachricht drüber geht, als von Klaus Tod, über das, über die Waffe, könnt ihr auch sehen, was da drauf ist und so weiter? Nee. Wird bei mir angezeigt. Ach verdammt, ich bin so ein. Na. Hast du Wolle? Wolle? Ach klar, da. Du Wolle. Hast da Reinforced 1 drauf. Level Clumsy, EXP 26 von 3600, Quatsch, 3360. Wie brauchst du? Ich könnte 6 rein. Ah, machen. Tatsache. Also ich kann alle sehen. Ja, Geld. Ja, jetzt ja, jetzt sehe ich es auch. Jetzt ja, eine Insel, ne? 20 Attack, Alter. Mhm. Das ist alles, was ihr wohl habt. Ja, warte mal, ich probiere erstmal eins. Und jetzt auch wirklich noch kein einziges Mal gelevelt. Bin ich mal gespannt, was da noch drauf kommt. Nichts. Nicht? Ach, doch, noch kann was raufkommen. Ist noch nicht deaktiviert. Also, die Level wurden ein bisschen angepasst. Ich habe aber die Config ja noch gar nicht eingespielt. Ich habe die Level ein bisschen reduziert. Dafür mehr Beginner-Modifier. Und halt, es gibt mehr die Möglichkeit, dass du den Modifier auf die Waffen wählen kannst. Okay. Also es gibt jetzt maximal 6 Level und das ist halt an XNet angelehnt. Da bin ich auf die Idee gekommen, als ich an dem Modpack rumgebastelt habe, dass der nur noch ein Level abmacht, also dir halt einen Modifier gibt auf 246, wobei 6 dann halt das Maximallevel ist. Und ich habe ein paar der Attribute, die kommen können, habe ich rausgenommen. So insbesondere Spitzhacken und Schaufeln. Das hat den Hintergrund, damit du nicht hier sagst du, boah, eine Spitzhacke, yeah, geil, da ziehe ich mir denn, keine Ahnung, was auch immer rauf, alles, und dann nachher, ja, scheiße, als erstes kriegst du Glück anstelle, obwohl du das Silk Touch raufpacken wolltest, verstehst du, was ich meine? Mhm. Deswegen habe ich gedacht, alles klar, ich nehme solche Sachen wie Glück, wie Luck, also um zwei jetzt nur mal zu nennen, die streiche ich jetzt einfach mal ersatzlos, und dafür ist dann halt die Chance erhöht, dass du einfach einen Standard-Modifier bekommst. Dafür also, etwas erhöht. Also im Klartext, du hast einfach die ausgeschaltet, die werfen können. Die sich gegenseitig ausschalten können, sag ich mal. Ja, wo ich der Meinung bin, dass der Spieler das erstens selber entscheiden soll und zweitens halt, dass der Spieler auch ein bisschen was investieren soll, um das zu bekommen. Ja,
Also ich finde, Glück gehört auf jede Schaufel. Auf jeden Fall. Ja, definitiv, ja. Vor allem in diesem Modpack ist eigentlich nur für Clay gut. Ja, für alles andere ist es ein bisschen sehr sinnlos. Was für Clay? Warum? Kriegst du da mehr raus, oder was? Ja. Okay. Ich habe bisher immer das Glück gehabt, zum Beispiel in meinem Vanilla-Let's Play, ich habe eine Glücksschaufel und wenn ich dann irgendwo Gravel oder sowas abbaue, dann kriege ich Flint raus. Ja gut, hier ist ja Flint entfernt, hier ist das ja craftbar. Ja. Na, mal gucken, was so, das war ja unsymmetrisch, ne? Oder? 4, 5. Oh Gott, dann will ich gar nicht erst zu euch kommen. Das ist unsymmetrisch. Oh, Schnappatmung! Gib dir eine Tüte! Server runterfahren, sofort hier neu, ne? Ja. Wo kommt man denn hier hoch bei euch? Gar nicht. Wo bist du? Seh dich gar nichts an. Ich hab unheimlich viel Mist aufgesammelt. Bubblegum! Werf euch den hier nochmal hin. Ja, warte. Alter, was hast denn du? Ja, das du hast das Lied nicht angehört, ne? Was ich gestern Abend noch gepostet hab. Ne? Oh, ich glaub, die Folge ist schon vorbei. Hab ich gar nicht gesehen. Oh, echt jetzt? Ja, vielleicht ja, 26 Minuten. Meine Güte. Ja, dann würde ich sagen. Das geht ja zügig. Ja, natürlich. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut doch bei den anderen Kaputten vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bin ich kaputt? Ja, lügst du hier rum? Tschüss. Alter, aua, jetzt bin ich kaputt. Tschüss.